Es riecht wieder nach Verwesung. Wo sind wir? Eva? Was zum Teufel ist das? Das sieht gar nicht einladend aus. Seine nächste Erinnerung. Schön, aber warum sieht's hier... Warum sieht's hier wie in Laputa aus? Was auch immer Laputa ist. Gute Frage. Die Erinnerungen verbinden sich nicht richtig miteinander. Muss sich wohl um eine fehlfunktionierende Maschine handeln. Schon wieder? Beim letzten Update war die Behauptung, sie seien nun für mindestens ein halbes Jahr idiotensicher. Unsere IT-Abteilung besteht aus lauter Schwachköpfen. Egal, halb so schlimm. Die Teenagerzeit haben wir ja abgespeichert. Damit könnten wir es schon hinkriegen. In Ordnung, aber ich werde ihm nichts über das hier erzählen. Solange wir erfolgreich sind, muss er es auch nicht erfahren. Tja, ich glaube, das war's. Wir können hier nichts tun. Bereit für die Finalisierung? Ladies first. Zu schade. Ich hätte gern mehr erfahren. Nicht nur du. Zweiter Akt. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Halten Sie bitte Abstand. Sie werden nicht einfach aufwachen. Aber sie brauchen volle Konzentration. Und das ist alles, was ich Altana weiß? Tja, tut mir leid, ich bin wohl keine große Hilfe. Dann muss das so reichen. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Wunsch mit ihren frühesten Kindheitserinnerungen verbinden. Dann legen wir den Schalter um und voila, im Hand und Rehen stehen sie auf dem Mond. Ich habe eine Frage. Wenn sie Lily verschwinden lassen können, dann bedeutet das, sie können diese Welt verändern. Warum tun sie das nicht einfach nochmal und erfüllen mir meinen Wunsch gleich hier und jetzt? Das würde funktionieren, wenn dies ihre wahren Erinnerungen wären. Was soll das heißen? Was ist hier denn? Was bin ich? Nur eine Kopie. Eine Leinwand, auf der wir arbeiten, wenn Sie so wollen. Was Sie selbst angeht, Sie sind nur ein Algorithmus, abgeleitet aus Johnny. Gut genug für ein Abbild von ihm, aber längst nicht vollständig. Alles, was wir tun können, ist, dieses Bild auf logisch schlüssige Weise zu bearbeiten. Wenn wir dann ihren Wunsch in ihre Kindheit übertragen, generiert die Maschine ein neues Leben für sie. Eines, in dem dieser Wunsch ihr Verhalten bestimmt. Dieses Ergebnis schreiben wir dann in das Gedächtnis des echten John. Sie sehen also,
Selbst wenn sie zufrieden mit uns sind, bleiben sie doch nur ein Ready-Only-Programm. Read-Only-Programm, nicht ready. Ich meine, wir könnten sie resetten, so oft wir wollen und... Es reicht. Ach, sei nicht so empfindlich. Er ist eh nicht real. Wenn du das wirklich glaubst, warum machst du dir dann überhaupt die Mühe, es ihm zu erklären? Ich versuche nur Zeit zu sparen. Gehen wir. Doktor. Ist es das, was ich wirklich bin? Beantworten diese Frage nicht. Ah, die Arbeit einer ganzen Nacht. Wir sehen die Mementos, die einzelnen Altersstadien. Was zum... Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich kann es nicht leugnen. Ich gehe einfach gerne mit dem Kopf voran. Ich würde ja fragen, ob das ein Scherz sein soll. Aber ich habe Angst vor der Antwort. Ziehen wir es durch. Ich komme mir in dieser Gestalt dumm genug vor. Alles, was wir tun müssen, ist seinem Wunsch, von der spätesten Erinnerung zur frühesten zu transferieren. Zwei passende Mementos müssen auf den Kanten zusammentreffen. Dann kann das Verlangen transferiert werden. Okay, das heißt, wir müssen hier die Blumen und da den Hasen haben. Das passt aber noch nicht. Das heißt, wir müssen einmal weiter wandern. Brauchen hier die Blumen. Hier haben wir aber kein Schnabeltier. Also wir müssen eigentlich hier noch weiter puzzeln. Oder reicht eins aus? Wir probieren es einfach. Was gibt es denn hier für eine Verbindung? Das Schriftstück mit dem Buch vielleicht? Nein. Okay. Ah, wir müssen... Ah, okay. Dann schauen wir einfach mal, ob das reicht. Was haben wir hier? Wir haben zweimal das Buch. Gilt es jetzt erstmal, das Buch da oben in die Ecke zu kriegen? Hey Eva, guck mal. Om nom 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 nom. Im Ernst? Ne, es scheint nicht zu reichen. Wir haben hier die Bücher. Wahrscheinlich können wir hier noch nichts anfangen, weil wir hier erst was miteinander verbinden müssen. Ah. Hier haben wir aber den gelben Hasen. Jetzt haben wir das gelb gemacht, sehr gut. Jetzt habe ich es begriffen. Jetzt hilft uns natürlich hier das Buch. Zip. Und hier haben wir die Uhren. Das heißt, wir bewegen die Uhr nach links oben. Hier natürlich nach rechts oben. Stehen jetzt quasi vor der letzten Erinnerung. Ding. So, das wären dann alle, mit denen wir arbeiten können. Bereit auf den Knopf zu drücken? Du kennst mich doch, ich bin immer bereit.
Alles klar, dann schauen wir mal, was für Souvenirs Johnny uns vom Mond mitgebracht hat. Ladies first, dieses Mal nicht süße. Ich glaube nicht, dass das geklappt hat. Das hier ist dieselbe Umgebung wie in der letzten echten Erinnerung, auf die wir Zugriff haben. Normalerweise müsste sich doch wenigstens etwas geändert haben. Irgendetwas stimmt nicht. Diese Erinnerungen, sie fühlen sich nicht so an, als wären sie einfach noch mal einmal passiert. Sie sind exakt gleich. Unmöglich. Das Verlangen wurde doch transferiert, oder etwa nicht? Doch wurde es. Wenn die Erinnerung tatsächlich unverändert ist, wird er an der Klippe sein und auf dem Leuchtturm aufpassen. Schauen wir natürlich nach. Er ist genau dort, wo wir ihn vermutet haben. Johnny. Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Déjà-vu, schon wieder. Mein Name ist Dr. Eveline Rose, Eva Roseline und das ist. Was? Ich sage es nicht zweimal. Dr. Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur. Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Ihn auch ein. Nun? Warte hier. Ich gehe jetzt und sende das Verlangsignal noch einmal. Pass auf, ob sich etwas ändert. Die Übertragung war definitiv erfolgreich. Hat sich etwas geändert? Nicht einmal ein bisschen. Wie ist das möglich? Selbst wenn das Verlangen allein nicht ausreicht, warum verändert sich denn gar nichts? Vielleicht braucht es einfach etwas Stimulation, um in Gang zu kommen. Aus seinen frühen Erinnerungen? So früh wir zurückgehen können. Dann los. Also müssen wir noch weiter reisen. Ist mir fast gedacht. Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, braucht etwas Stimulation, Also dann. Was zum? In der Kasse haben sie gesagt, dass ein anderer Film läuft. Naja, egal. Macht es dir was aus, River? Nein, ich mag diesen auch. Okay, dann lass uns reingehen. Hoffentlich reicht das für die Zündung. Moment, wo ist eigentlich Neil? Das freut mich auch gerade. Wo könnte er schon wieder stecken? Hast du To the Moon gesehen? Wie war er? Ach, die Story war ganz schön aufgeblasen. Ich mag lieber Filme, die ein bisschen mehr. Naja, je ne sais quoi. Okay. Dieses Mal können wir die Leute aber nicht verschwinden lassen, aber ich sehe hier so nichts zum Interagieren. Die Frage, gehen wir hinein?
sind die beiden. Zum Moment, Liebling. Oh, Henry. Oh je. Ich bin viel zu abgespannt und hungrig, um Filme zu konstruieren. Wahrscheinlich sollte ich mal nachsehen, ob sich bei John irgendwas geändert hat. Ja, der Film klang nicht sehr verheißungsvoll. Tut mir leid, dass du dir dafür den hinteren Platz sitzen musstest, Kleiner. Wir prüfen, ob der Impuls gereicht hat. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das hier ist doch lächerlich. Ich muss durch John/C0 reisen, um es woanders zu versuchen. Okay. Sie wollte mir damit sagen, ich muss mit John interagieren. Lilly? Vielleicht kann man hier etwas versuchen. Ich habe jetzt keine Zeit für Sie. Also, hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Was macht ihr denn noch hier? Es geht gleich los. Wenn wir uns nicht beeilen, sind die ganzen guten Plätze weg. Moment mal. Das habe ich anders in Erinnerung. Es muss sich etwas verändert haben. Aber nicht im Kunstunterricht. Hey, nicht drängeln. Es geht in die Aula. Dieses Mal ist kein Basketballspiel, sondern eine Ankündigung, ein Konzert. Ich weiß es nicht. Moment mal. Das ist keine echte Änderung. Das ist. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Oh nein. Wie ihr wisst, bin ich ein Repräsentant der gloriosen NASA. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy. Wow, das war mies. Aber ich schweife ab. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch die eine Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas so Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neue Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturn zu schwimmen? Oder vielleicht einfach ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen? Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht du. Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute dein Glücks. Moment, was? Wieso nicht? Was soll ich da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal ein klitzekleines. Nicht mal das klitzekleinste bisschen? Nein. Nun, als offizieller NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß wie der afrikanische Kontinent ist? Doch wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um den Mond zu fahren? Und weiter, das Licht braucht 1,524 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht ihr 130 Tage.
Irgendeine Person? Das wusste ich schon. Und das Beste zum Schluss. Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung. Reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Denkt daran, bei der NASA seid ihr alle willkommen. Besonders dann, wenn ihr brünett seid. Ja, ihr habt probiert, alle Register zu ziehen. Na, wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Ich glaube, es reicht nicht. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre? Tja. Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum... Aber können Sie sich die Mondlandungslotterie leisten? Wenn Sie dieses Haus verkaufen, könnten Sie es definitiv. Die Diagnose steht fest. Ja, genau genommen haben wir... Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich, Sie beide, Sie und Ihre Liebste. Ponyreiten für Lau im... Sieh mal, eine Hochzeit, tolle Sache. Wie wär's mit einem Rätsel? Ratet mal, wo ihr den ganzen Mondan Flitterwochen machen könnt. Sie ziehen alle Register. River. Verdammtes Glas, rutschig. Johnny, John. Was zur Gurke? Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und die Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut. Hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir Pause bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. So ein paar Anrufe machen. Sie pausieren die Gedankenreise jetzt anscheinend. Es macht keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, wurde erfolgreich übertragen. Trotzdem gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Es sei denn, eine zweite Bedingung für seine Sehnsucht wurde dabei mitgeändert.
Nur dann könnte der gleiche Wunsch zu zwei verschiedenen Ergebnissen an unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Ohne Zweifel spielte River eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Wenn es also irgendetwas gibt, das diese Veränderung verursacht haben kann, dann wäre sie die Hauptverdächtige. Aber was genau ist die Ursache? River, was genau hast du getan? Ah, die Sonne geht auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage mich, ob Neil etwas herausgefunden hat. Auf jetzt gehen? Mit der aufgehenden Sonne, wo am Horizont langsam emporsteigt. Es ist auch eine wirklich wunderschöne Kulisse. Nicht nur beim Mondschein. Wir suchen jetzt mal unseren Kollegen Neil. Der wollte ja ein paar Telefonate erledigen. Schauen, ob er erfolgreich war.